Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 in Japan bei Regen. Och Leute, Quali im Regen. Ja, wir wollen einfach nur hoffen, dass das Rennen dann wirklich im Trockenen ist. Ich werde das lieber nochmal kontrollieren gehen. Wir haben die Karosserie etwas überarbeitet. Ja. Dadurch sollte der Luftwiderstand etwas verringert werden. Ja, das können wir uns jetzt angucken. Also wir haben jetzt primär reduziert den Luftwiderstand um 5%. Also einen neuen Heckspoiler haben wir gekriegt. Reduziert den Reifenverschleiß um 10%, erhöht den mechanischen Grip um 10% und da haben wir Abtrieb 10% gekriegt. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach raus und versuchen in Q1 so viel wie möglich rauszuholen. Ich muss die Rausfahrt noch üben. Wir sind keinmal rausgefahren, so wie ich weiß. Und deswegen fahren wir jetzt selber in der Quali raus. Und ja, probieren einfach so gut wie möglich auf dem Nassen eine vernünftige Zeit hinzuknallen. Ich hoffe einfach nur, dass wir wenigstens bis ins Q3 kommen oder dass die Strecke sich abtrocknet in der Qualifikation. Oh, oh. Also da klappt das auch im Nassen, schön durchrollen lassen. Den Curbs, da muss ich sehr aufpassen, da rutschen wir sehr, sehr extrem. Sehr starke durchdrehende Räder im Nassen. Müssen wir halt im ersten bisschen mithelfen beim Schalten. Da wollen wir mal den Motor hochstellen. Geht das im Nassen auch mit voll? Jawohl. Ach, wir haben ja gar keinen DRS, ich blöd, Mann. Drück die ganze Zeit, warum geht der Heckspoiler nicht auf? Ich versuche jetzt einfach so gut wie möglich wirklich die Runde hier hinzudrücken. Die mit Vollgas. Uiuiuiui, da waren wir schon ganz schön schnell. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet.
Hier müssen wir vernünftig durchkommen. Tempo halten. Und jetzt voll raus beschleunigen. Ja, das klappt im Nassen nicht. Also, das geht im Nassen nicht. Da muss ich versuchen, noch das Tempo zu halten. Oder sind sie gerade über uns hergefahren? Ich glaube, dass meine Festplatte kaputt geht für die Videos. Okay, du musst an die Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Ah ja. Muss man sich dann wirklich mal überlegen, das ist dann schon die dritte. Alter Schwede, ey. Stellen auf Standard zurück. Ich glaube, die letzten Rennen waren alle immer Quali oder Training im Regen. Irgendwas war immer im Regen bis jetzt. Es ist echt ein bisschen nervig, aber gut. Es ist Formel 1 und man hat keinen Einfluss aufs Wetter. Setup ist einfach nicht dafür gemacht, fürs Regen. Oder für den Regen. Aber ist auch nicht so schlimm. Was einfach wichtig ist, dass wir in Q3 kommen. Und hoffen, dass dann die Strecke schon komplett abgetrocknet ist. Oder wirklich kaum noch Regen ist. Ja. Wissen wir doch. Fünfter Platz. Also es ist wirklich Hammer im Regen. Aber gut. Irgendwie sollten wir das schon gut hinbekommen. Dass wir einfach uns weiter nach vorne arbeiten. So, wir gucken uns jetzt einfach ein bisschen die Zeiten von Alonso und Hamilton und so an. Wenn die extrem schneller werden, dann müssen wir nochmal raus. Ich hoffe einfach, dass es klappt, dass wir Q1 schaffen und dass wir in Q2 dann nur mit anderen Reifen rausgehen können. Vielleicht dann endlich mit Intermediates. Das wäre schon mal ein Vorankommen. Gut, da ist es aufgehängt. Du hast Q2 erreicht. Hat's wohl noch gereicht, sodass die anderen keine schnellere Zeit mit den anderen Reifen fahren konnten. Und wir dürfen endlich mit den nächsten Reifen fahren. Sehr schön. Ich möchte aber noch nicht mit hart raus, mit weich rausgehen. Wir gehen erstmal mit hart raus. Und gucken, ob es reicht für Q3. Dann hätten wir wieder zwei Stints für Q3. Harte Reifen, 100%, jawohl. Und fliegende Runde. Raus geht's. Benzin auf volle Düse und versuchen hier vorne noch an den Maldonado und so vorbeizugehen. Komm rum, komm rum.
voll im Begrenzer. Oh, Scheiße. Zu spät eingelenkt. Alter, diese Scheiß... Komm, fang die wieder ein. Die Grafikkarte geht in Energiesparmodus. Das ist zum Katze. Ich muss die Scheiße wieder ausstellen. Zweiter Platz hinter Alonso mit harten Reifen. Immer noch Topzeit. Zeit 1:36.667. Mehr geht nicht. Echt nicht. Und das mit harten Reifen. Jetzt hier schön langsam. Und jetzt voll beschleunigen. Es war eng, aber es klappt. Ja, und hier kann man natürlich ein bisschen bekacken, wenn man einfach da so ein bisschen rüberfliegt. Oh. Wenn wir es vernünftig gemacht hätten. Aber mit harten Reifen geht es schon gut voran. Aber wie man ja auch so langsam herausgefunden hat, oder ich herausgefunden habe, auch, dass mir einfach die harten Reifen besser liegen wie die weichen. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Auf jeden Fall.
Und das mit harten Reifen. Da haben wir es den Computer mal gerade richtig derbe gezeigt. Besser geht's gar nicht. Fahrt ihr mal schön mit euren weichen Reifen. Die harten gehen viel besser. Ich hab einen harten. Ah, Drecksau. So, Rennstrecke. Ja, halbe Sekunde haben wir Vorsprung. Wir lassen die Zeit laufen, weil unter die Top 10 sollten wir auf jeden Fall kommen. Das sind 2,3 Sekunden zurzeit auf der Rester. Das sollte gut gehen. Auf jeden Fall. Und Alonso ist nur Vierter in Q2. Auch nicht schlecht. Q3 erreicht. Gut gemacht. Ja, so sollte es sein. Adrian Sutil ist leider rausgeflogen. 12. Schade. Ich mag den in der Formel 1. Er ist sehr direkt und sagt einfach das, was er denkt, so wie es sein sollte. So. Wow, 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 wow. Ab geht's, Leute. Weiche Reifen, jawohl, sind drauf. Fliegende Runde, raus geht's. Motormanagement. Ey, wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz einen Cut für euch. Bin gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt gerade umgestellt hier. Scheiß Energiesparmodus. Weg mit dem Dreck. So, Hackengas. Hat mir das Motormanagement ganz hoch gedreht. Nochmal ganz schnell gucken. Jawohl. Wieder der Alonso vor unserer Nase. So, jetzt voll raus. Komm, Baby. Komm, 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 komm. Ja, und Vollgas durch die Kurve. Schwanz einziehen. Das ist zum Kotzen. Von meiner Meinung her haben wir aufgeholt auf Alonso. Jawohl. Mager. Und zur Box. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Nicht so langsam fahren. Ruhig etwas zackiger hier. Anderen Satz Reifen holen und dann nochmal raus. Start und Ziel werde ich auf jeden Fall keinen Kers mehr benutzen. Einfach aus dem Grund, ich habe da nur durchdrehende Räder. Ich werde den hier vorher verbraten, das ganze Kers. Sekunden langsamer, wo ich gar nicht so langsam gefahren bin. Sind 1,5 Sekunden alleine die Motormanagement.
Alonso ist draußen geblieben, wir fahren rein. Alonso ist jetzt Zweiter, Vettel Dritter. Gefällt mir natürlich gar nicht, wenn gleich der Alonso hier auf Platz 3, auf Platz 2 wieder hinter uns steht. Dann werden wir gleich im Rennen hier wieder die übelste Quälerei haben, ey. Mit dem alten Sack. So. Immer schon Käffchen hier. Sehr schön. So. Nächsten Satz Reifen. Weich. Jawohl. Schön draufziehen. Und einen als Ersatz hätten wir sogar noch. Und fliegende Runde. 4 Minuten 29 haben wir noch. Motormanagement, volle Düse. Vettel, erster, Alonso, zweiter, dritter. Wir sind nur noch Vierter, Leute. Wir müssen mehr pushen. Noch 3 Minuten. Du verlierst an Boden. Momentan bist du auf Platz 4. Ja, ja. Das schaffe ich, Leute, das schaffe ich. Oh, komm mal rum! Nein! Nein, jetzt müssen wir noch eine ranhängen. Die Runde zählt nicht, wir wären eindeutig Pole gewesen. Komm, Baby, komm. Oh Mann, Leute. Komm. Und? Ja! Und sogar schneller wie derjenige, der das Setup gebaut hat. Er hat eine 1.36.427, ich eine 1.36.8.184. Wow. Wow. He-Man ist zurück. Und Alonso nur Vierter. Vettel, Zweiter, erstmal vorlesen hier. Glabur, Erster, Sebastian Vettel, Zweiter, Nico Rosberg, Dritter, Fernando Alonso, Vierter, Lewis Hamilton, Fünfter, Philippe Massa, Sechster, Romain Grosjean, Siebter, Sergio Perez, Achter, Nico Hülkenberg, Neunter und Jenson Button, Zehnter.
Leute, was für eine Quali. Die Reifen sind jetzt zwar völlig gar schon. Wird eine harte Stint mit den weichen Reifen. Werde Zweiter oder besser erreicht. Labour Erster, jawohl. Zang, Junge. Zang, zang, zang. Den gewissen I-Punkt wieder herausgezaubert aus dem Auto. Ja, damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013 zur Qualifikation. Wir hören uns morgen wieder beim Rennen in Japan. Bis dann. Ciao, ciao.